Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Ostriv und der kleinen Stadt Slavotic, die gar nicht mehr so klein ist, wenn man sich das Ganze mal anschaut hier. Ganz am Anfang werde ich mal eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ändern. Und zwar hier, wir haben nämlich zwei Felder mit Weizen auf dieser Farm und zwei Felder mit Weizen auf dieser Farm. Ich bringe mal eins auf Kartoffeln, denn da haben wir bisher nur ein Feld. Da muss ich mal gucken, welches nehmen wir denn jetzt, das kleine oder, achso, die sind eh, diese beiden sind momentan Weizenfelder. Ich nehme mal das größere hier und ändere das auf Kartoffeln. Dann haben wir da nochmal ein bisschen mehr von. Das macht, glaube ich, Sinn. Wir sind im Januar, es dauert noch ein bisschen, aber ich würde jetzt mal anfangen, hier zumindest die Farm zu bestücken, die wir ja jetzt hier in ordentlicher Dreifelderwirtschaft, Dreifelderwirtschaft, glaube ich, immer in dieser Reihenfolge hier bebauen wollen. Und wir gehen also mal Off-Season auf 2 und On-Season auf 5 und dann schauen wir mal, ob die hier alle kommen und ob das hier reicht. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, wann die anfangen, das Ganze zu ernten vor allen Dingen. Beim Bestellen ist es, glaube ich, richtig mit März. Auch wenn wir gesagt haben, wir wollen, dass dann früh genug Leute da sind. Aber da hier jetzt nicht gepflügt wird, beziehungsweise relativ wenig gepflügt wird, brauchen wir da nicht so viele Leute. Wir wollen hier für die Ochsen was ranholen. Vielleicht pflügen wir ein Feld, auch wenn das, aber das ist bei 100%, ist es wirklich nicht notwendig. Dann brauchen wir auch noch keine Ochsen. Ochsen herstellen. Herstellen ist fies gemeint bei dem Prozess. Gucke mal, was ist hier passiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Schweine. Also, da sollte ja nun ein bisschen Fleisch rauskommen. Noch nicht in diesem Jahr wahrscheinlich, aber im nächsten. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir viel besser als bei diesen Pferden, die so langsam... Ist hier auch eins dazugekommen? Ja. Da haben wir mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immerhin. Also, wir könnten die beiden Vierjährigen jetzt mal ranholen. Haben wir jetzt, genau, Horse-Tech haben wir ein bisschen. Wieso haben wir das denn eigentlich? Haben wir das jetzt hier fertig? Ja, scheinbar schon. Hervorragend. Dann können wir tatsächlich sagen, wie viel brauchen wir dafür? Das scheint zu funktionieren. Dann machen wir jetzt da zwei Draft-Horses draus, um das einfach mal auszuprobieren. Da muss ich mal ein bisschen langsamer nochmal laufen lassen. Verzeihung. Um das noch einmal zu checken hier, ob die das jetzt wirklich machen. Also Draft Horse, die werden hier rübergebracht, wahrscheinlich zum Carpenter. Wo ist der? Ich bin immer bei der Tannery, will ich beim Carpenter sein. Ah, die brauchen nur einen Wagen. Ah. Dann hätten wir ja nur ein Pferd umändern müssen. Moment, jetzt muss ich zum Wagon Shed. Shed einmal gucken, wenn ich noch wüsste, wo der ist. Der muss doch hier irgendwo sein. Da. Ist nur ein Typ da. Supply for Construction. Ach so, ja, der soll mal alles machen. Erstmal. Resource Supply darf auch von Laborern kommen in dem Fall. Und angeheuert wird hier alles. On-Season ist momentan auch komplett alles und es ist immer einer hier drin. Schauen wir mal. Was steht denn da jetzt? Da passiert irgendwas mit dem Draft Horse. Jetzt haben wir leider das auch. Na, sonst machen wir gleich den zweiten Wagen. Aber schauen wir erstmal, wie der erste läuft. Aber es sollte alles laufen und es sollten alle irgendwie mit Futter hier versorgt sein. Glaube ich, hoffe ich. Schauen wir, ob hier hinten auch Futter ankommt. Das ist da. Da sind auch zwei Leute drin. Was ist jetzt mit denen?
Ach so, activaten müssen wir das natürlich noch. Die sind alle active und auch hier sind alle active. So. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Ach so, jetzt, das wollte ich doch am Anfang sagen, ich Depp. Also, am Wochenende werde ich anfangen, Foundation zu spielen. Es gibt ja das Hin und Her zwischen, wahrscheinlich hast du recht, Burkhard, wenn du sagst, da ist auch sozusagen irgendwann ist irgendwann schon alles gebaut und so weiter. Das ist ja noch, das wird ja noch deutlich weiterentwickelt, das Ganze. Aber ich habe gerade gar nichts dagegen, wenn wir das nächste Spiel vielleicht nicht mit 50 Folgen machen, sondern mit 20 oder sowas und dann weitersehen. Und ich werde mir Oxygen Not Included, weil da habe ich mir jetzt ein paar Let's Plays angeguckt und sowas. Das ist echt schon, da muss man, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, da würdet ihr wahnsinnig werden, wenn ich anfange zu spielen, ohne das vorher mir ein bisschen beigebracht zu haben. Weil da gibt es viel zu viele Möglichkeiten und das wäre, glaube ich, nicht cool. Das würde, glaube ich, ewig dauern, wenn ich das gar nicht vorher anteste. So. So ist der Plan und außerdem habe ich jetzt auch bei der Suche nach weiteren Aufbauspielen, es gibt ja so viel Zeug und es gibt auch ein paar Demos, ja, die werdet ihr alle schon kennen, nehme ich mal stark an, aber vielleicht spiele ich auch nochmal in ein paar Sachen rein, Mr. Prepper zum Beispiel oder auch, ach, es gab so viel, ich habe wirklich eine ganze Liste gemacht, mit Sachen, die jetzt rauskommen in der nächsten Zeit, da ist wirklich einiges dabei und da kann man auch einiges mal anspielen und anschauen, wenn ich denn für so ein paar Sachen auch mal einen Key kriege, weil alles kaufen kann ich dann doch nicht. Also jetzt, das ist auch ein bisschen der Nachteil von Foundations und Oxygen Not Included. Das sind jetzt beides nicht die günstigsten Indie-Aufbauspiele, die es da so gibt. Also mit 30 und ich glaube 23 oder sowas. Ich hoffe noch auf einen Sale oder sowas, aber wahrscheinlich wird das nicht stattfinden. So, ein Messenger ist da. Ach, das ist vom Wasser her. Das ist sehr gut. Die wollen Klamotten, Mehl und Sonnenblumenöl und bieten Salz. Das ist schon mal sehr gut, denn Salz brauchen wir ja hier unten auch. Da sind auch gar keine Arbeiter drin, sehe ich gerade. Ach so, ja gut. Die kommen ja natürlich nicht im Winter. Hier sind noch 30 Einheiten Salz. Hier haben wir 300. Naja, komm, wir müssen auf jeden Fall hier mal Salz ranholen. Das können wir auf jeden Fall machen. Wie viel haben wir denn? 467. Also, ich würde sagen, mindestens 1000 Einheiten. Wahrscheinlich müssten wir eigentlich sogar 2000 Einheiten Salz holen. Kostet 200. Ja, das machen wir einfach. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwo getrockneten Fisch gut verkaufen können. Und beim Sonnenblumenöl, schauen wir mal, der ist noch gut am Machen. Hier sind 1000 Einheiten drin. Ich glaube, hier hinten sind auch noch 500 Einheiten drin. Ich würde einfach mal ganz grob sagen, beziehungsweise wir können noch einmal gucken, was hier noch drin ist. 700. Ja, also ich würde sagen, ich sage hier mal, mach das mal runter auf 500. Hoffentlich hol dir das jetzt ab da. Und bring mal hier 1000 hin dafür. Und dann verkaufen wir mal zumindest 1000. Jo, da kommen sie auch schon. Ich hoffe, dass sie das jetzt hier wegholen. Momentan wird nur das Thatch abgeholt. Ich weiß nicht, warum die Laborer hier nicht ordentlich angeheuert werden. Aber gut. So, dann 1000 und dann verkaufen wir das auch. Sonnenblumenöl 1000 davon. Das sind 180, dann sind wir quasi plus minus 0. Also mit ein bisschen Minus. So, dann gucken wir noch einmal aufs Mehl. Flour haben wir momentan stored, nämlich 0. Das habe ich mir gedacht. Das wird im nächsten Jahr eher eine Sache werden. 2400 haben wir verkauft bei uns zu Hause im letzten Jahr. Ja, es ist nichts. Obwohl, die sind ja noch am Mahlen hier. Das heißt, wir haben eigentlich genug Weizen, wir haben noch nicht genug Leute, oder was? Moment. Ja, stimmt, hier sind noch 1000 Einheiten.
Mensch, Mensch, Mensch. Also, mehr Arbeiter in die Mühlen zum einen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das die Geschwindigkeit hier erhöht. Und vielleicht bauen wir dann mal eine dritte Windmühle auch. Denn das muss ja nicht sein. Wo bauen wir die? Das wird natürlich Sinn machen, wenn wir die hier irgendwo hinkriegen. Dass die beieinander stehen, das geht natürlich nicht. Wir könnten wieder die Heuproduktion ändern. Und die vielleicht hier rüberlegen. Wobei wir dann ja später auch Heu hier brauchen. Wobei hier ist Platz, da ist kein Problem mit dem Heu. Dann machen wir das mal. Dann würde ich jetzt hier mal die Heutrockner rausnehmen. Dann hier lieber gleich anfangen, Heutrockner wieder reinzustellen. Jetzt mal auf diese Seite. Die können wir ja immer wieder verschieben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. 1, 2. Stellen wir da auch noch einen hin. Komm, 3. Und bauen dafür hier noch eine Windmühle. Die natürlich, jetzt ist hier der Zaun. Naja, aber ist okay, glaube ich. Stellen wir da jetzt mal rein. So, aber erstmal versuchen wir ordentlich weiter Wohnhäuser hinzukriegen. Beziehungsweise, jetzt können wir nochmal gucken. Mehl ist zu wenig. Wir haben noch 1000 Einheiten Weizen hier. Wir haben noch kein Weizen hier. Na gut. Lassen wir es erstmal dabei. So, Alter, was ist das für eine Familie? Arm dran mit 4 Kindern. Andrijev. Sind die neu? Nee, die sind, glaube ich, schon eine Weile hier. Ah, ich kann es schneller laufen lassen. Erstmal auf 2. Wie sieht es mit unserem Stall aus? So, die sind da. Alles klar. Das heißt, wir könnten jetzt... Was ist denn das, was wir am ehesten irgendwo rüberschleppen müssen zum Beispiel? Der könnte zum Beispiel jetzt hier die Dinger hier beliefern. Das brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Wir müssen auch nochmal weiter gucken mit den Laborern, genau. Aber sagen wir doch erstmal, der was ist am weitesten weg? Getrockneter Fisch. Wenn er den getrockneten Fisch hier hinten rüberbringen würde. Wir probieren das mal einmal so aus, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre, wenn wir ihn sozusagen hier fürs Granary anstellen. Wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen hier bitte auch getrockneten Fisch hinbringen, und zwar gleich mal 1500 Einheiten. Und ich hoffe, der wird ja auch verkauft. Der wird, glaube ich, noch nicht verkauft. Haben wir schon irgendwas doppelt hier? Feuerholz. Nee, ist nichts doppelt. Na gut, dann muss hier eh noch ein vierter Shop hin. Das machen wir nochmal. Also weiterlaufen kannst du schon. So, Trade and Transport. Einmal ein Marktstand. Bauen wir den hier wirklich auf die andere Seite. Machen wir jetzt wirklich so einen kleinen, nicht ganz schönen Kreis. Eigentlich müssten wir den nochmal so schräg stellen. Vielleicht ist es auch schön, wenn das hier so seitlich ist. Die Menschen haben es so gewollt, dass das so da steht. Wenn die immer da lang laufen. So, getrockneter Fisch auf jeden Fall schon mal. Da stellen wir auch eine Frau ein noch. Gott, wir haben jetzt viel zu viele Leute schon wieder. Und jetzt sagen wir, dass dieser Marktstall auch... dass die Marktstelle hier auch mit dem Wagen... Oder ist das Schwachsinn? Ich mache das mal. Ich sage mal erstmal, das ist vielleicht jetzt nicht das Wichtigste, aber ich sage mal erstmal, um es auszuprobieren, dass diese Marktstelle auch mit den Wagen beliefert werden dürfen. Also mit dem Pferdewagen beliefert werden dürfen. Das Gleiche gilt für diese hier, weil die müssen auch teilweise Schuhe und so weiter kriegen. Von sehr weit her. Deswegen stellen wir hier auch mal ein, auch die dürfen mit dem Wagen beliefert werden. Das ist hier hinten eigentlich das eine Ding.
Die können auch alleine laufen. So, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Ist der Wagen schon unterwegs? Wo ist er hin? Auf jeden Fall ist er nicht mehr hier. Wo ist er hin? Oder steht der Wagen da drin? Ah, der steht da drin. Okay. Supply for Construction und Regular Deliveries haben wir hier zumindest eingestellt. Schauen wir mal, ob der irgendwas macht jetzt. Oder ob wir das überall einstellen müssten. Also wenn wir jetzt da zum Beispiel hier ist doch viel getrockneter Fisch. Resource Supply. Naja, das ist aber eigentlich... Nee, Resource Supply heißt ja, müsste ja eigentlich heißen, dass dieser Ort jetzt hier versorgt wird dadurch. Und nicht andersrum. Und nicht, dass da was abgeholt wird. Der will nicht. Ich stelle es jetzt hier einfach mal ein, dass die da sonst das Salz hinbringen sollen. Hier ist ja auch zum Beispiel noch gar nichts. Sagen wir hier mal, auch mit dem Wagen darf das gemacht werden. Nee, passiert nichts. Also noch nicht. Macht bestimmt... Da geht's los. Da ist ein Wohnhaus fertig. Und jetzt ist hier der Wagen unterwegs, das erste Mal. Wo fährt er hin? Ah, okay, da gehen also, da werden auch die Hufeisen schwächer und das Zaumzeug wird auch, also schwächer, geht kaputt so langsam. Wo fährst du hin? Hm? Du fährst hier zur Försterei. Und da wir nur ein Pferd brauchen und da wir ja zwei Pferde schon gemacht haben, machen wir hier mal einen zweiten direkt. Hier müssen wir jetzt einmal gucken. Der holt jetzt Holz. Das habe ich ihm noch gar nicht gesagt. Bin ich jetzt gespannt, wo der das hinbringt. Erstmal holt er einfach Bauholz ab. Und bringt das wohin? Ah, okay, weil er auch für die Konstruktion angestellt ist. Da haben wir ein Häkchen gesetzt. Stimmt, okay. Alles klar, also da müssen wir uns jetzt überlegen, was wir am ehesten auf welcher Seite brauchen. Vielleicht sollten wir das auch nur, also wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Warenhäuser, das müsste man nochmal taxieren, wo man das am besten macht. Also mehrere Warenhäuser und Granaries hier und da und dann die Pferde sozusagen nur dafür verwenden, dass die immer hin und her fahren ordentlich. Und das gut verteilen, das wäre wahrscheinlich die sinnvollste Verwendungsmöglichkeit, glaube ich. Weil dann von da das jeweils klein zu verteilen, ist ja dann kein Problem. Oder also zumindest ist es dann nicht mehr so weit. Also dass man nur verhindert, dass die Leute hier den kompletten Weg laufen müssen. Dazu müssten wir mal gucken. Hier wird der Kram immer abgeholt. Getrockneter Fisch kommt hier zum Beispiel momentan gar nicht an. Den müssten wir... Also haben wir hier schon doch 470 haben wir hier. Ist das Schiff eigentlich schon... Wann kommt denn das Schiff eigentlich? Ist es schon lange wieder weg? Wahrscheinlich, ne? Weil im Winter darf es ja gar nicht kommen. Ah, okay. Nee, es kommt noch nicht. Das kommt erst sehr viel später. Dann lassen wir nochmal schneller laufen und gucken mal, wie die Ernte losgeht. Auch wenn wir noch nicht so viele Wohnhäuser neu haben hier. Ein paar Arbeiter werden schon dabei sein. Wie sieht es denn aus mit unserer Arbeitslosigkeit? Also, naja, es sind immer noch sehr viele, doch sehr arm. Und arbeitslos, ja, sind so ein paar Leute. Aber gut, das wird sich schnell ändern. Sobald der Februar, der März startet hier. Dem geht's ganz gut. So, jetzt bin ich gespannt, ob diese Felderwirtschaft da hinten funktioniert. Gehen wir fast davon aus.
ist noch leer, ne? Ja. So, dass die tatsächlich so viel zu tun haben, aber gut, klar, es ist so, jetzt ist noch ein... Nee, Pani, ist das nicht der gleiche? Ja, das ist der gleiche. Das haben wir schon erledigt, liebe Leute. Das muss jetzt einfach so passieren. Da wird gleich das Schiff... Ein Schiff wird kommen, ich bin mir sicher. So, jetzt lassen wir es mal schmelzen. Aus ganz weit weg. Das ist sehr schön. Zu wenig Geld, zu wenig Geld. Das Problem kennen wir. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen die Kühe auf die Weide. Mitten durch die Baustelle durch. Hier wird schon gepflügt. Hier wird noch nicht gepflügt. Da soll auch nicht gepflügt werden. Wie viele haben wir? Die gepflügt werden. Zwei. Diese hier unten noch. Nee, nee. Die beiden noch. Dieses und dieses. Nee, dieses und dieses. So. Ja. Hier sind auch so ein paar Leute. Also die, die da fest angestellt sind vor allen Dingen. Die erstmal loslegen. Es werden wahrscheinlich immer noch zu wenig Menschen sein, die wir jetzt haben insgesamt. Weil wir hier Laborer-mäßig... Fangen die eigentlich auch schon an? Ja. Ah, okay. Man könnte natürlich sagen, dass man im... Dass man im März noch nicht die ganzen Fischerleute ranholt. Das mache ich mal für die Zukunft. Einfach jetzt momentan zumindest. Sagen wir hier, das wird jetzt natürlich in diesem Jahr so ein bisschen so halbgar sein. 1, 2, 3. Dass nur eine Station anfängt schon im März zu fischen. Und alle anderen fangen erst im April an. Dann haben wir im März vielleicht nochmal ein bisschen Hilfe beim Säen. Hier wird gut gepflügt. Warum pflügen die denn? Achso, nee, doch, ist richtig. Ich dachte gerade, dass die pflügen das brachliegende Feld. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da wird nicht gepflügt. Da wird gesät. Und das ist auch schon fast fertig. Zwei sind schon durch. Und der dritte ist fast durch. Okay. Hier wird auch gesät. Auch das sieht ganz gut aus. Zuerst zweimal Sonnenblumen. Das ist auch sehr gut. Und dann haben wir diese beiden noch, die noch gar nicht angefangen haben. Weil wir überhaupt keine Laborers hier rankriegen. Die sind aber auf 120%. Ja. Na gut. Wir brauchen mehr Menschen. Also deutlich mehr Menschen. Aber wir bauen ja schon drei Wohnhäuser. Und unsere Bilder sind einfach... Mehr Bilder können wir nicht... Also mehr Bauarbeiter hier können wir nicht einstellen. Wir könnten sagen, dass wir jetzt ein bisschen weniger zum Beispiel bei der Försterei... Obwohl, da haben wir hier drei und hier fünf. Das können wir mal auf Dauer tatsächlich auch auf drei stellen, glaube ich. Weil wir haben wirklich genug jetzt abgeholzt. Und dann nochmal zwei Jobs sparen. Das Schiff ist wahrscheinlich schon wieder weg, ne? Habe ich es wieder verpasst? Nee, da hinten. Nee, doch. Ich hab's verpasst. Naja. Oder? Es ist, glaube ich, noch nicht. Nee, noch war es nicht da. Noch war es nicht da. Es ist ein bisschen undurchsichtig. Ah, da kommt es. Da kommt das Schiff. Dann wollen wir da jetzt einmal mal die Verladeaktion mal schauen. Anschauen. Ein neues Wohnhaus ist auch schon fertig. Ihr könnt gerne kommen. Wir haben Arbeit en masse. So. Der eine, der hier ist, der eine, der hier arbeitet, den schauen wir uns jetzt an. So, wie funktioniert das Einparken? Ach, den Kran habe ich auch noch nicht gesehen. Das sieht doch ganz gut aus hier. Bist du da? Ja, da kommt er. Hallöchen, wir holen euch das... Ach, das ist das Salzschiff. Ja, okay, jetzt müsst ihr eigentlich noch das andere kommen. Oder vielleicht nimmt dieses Schiff auch gleich
unser Sonnenblumenöl mit. Das kann natürlich auch sein. Sehr schön. Wo stellst du das hin? Ich sehe es nicht. Es verschwindet. Halt! Ach, das waren zwei Schiffe. Na gut, okay. Das muss man erstmal wissen, dass die übereinander fahren, die Schiffe. Das sollte vielleicht nochmal gepatcht werden, dass sie nicht gleichzeitig, exakt gleichzeitig kommen. Sondern ein bisschen nacheinander. So, 900 Einheiten Olivenöl, falsch, Sonnenblumenöl sind schon drin. Der hilft auch gar nicht, ne? Der sitzt da einfach auf seinem Dings da und lässt unseren Mann hier alles machen. Sifrat 61 ist der. Vielen Dank auch. Aber wirklich mal. So, und jetzt geht's nach Hause. Mit diesen zwei Booten. Hier sind unsere Fische am Gange. So, hier haben wir jetzt noch nicht alle Fische angestellt, damit hier alles fertig ist. Aber es ist alles gepflügt zumindest. Aber, ja, es reicht nicht, um das... Obwohl jetzt hier sehr viele Laborer sind. Okay. Das ist schon mal gut. Hier ist nur eine. Und hier ist auch nur eine. Aber hier ist, naja, die sind dabei am Säen. Aber das ist eigentlich zu spät. Ich glaube, ab April müsste es eigentlich schon fertig sein. Jetzt habe ich die neue Familie verpasst. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo. Genau, da kommt sie. Die Jurkiv-Familie. Wieder mit zwei Kindern. Aber ich glaube, da ist alles in Ordnung. Haben wir genug Wasser in der Gegend? Ja, haben wir. Wollen wir die Ochsen irgendwann nochmal anheuern? Hier ist relativ wenig Wasser drin. Vielleicht müsste man hier nochmal was ranbauen. Weil hier geht keiner hin. Ist auch ein bisschen versteckt. Eigentlich ist das aber ein ganz guter Platz eigentlich für eine Wasserstelle. Wobei wir können hier nochmal noch einen Brunnen hinstellen. Vielleicht, wenn jetzt hier so viele Leute... Oder da oben... Vielleicht auch hier... Müssten wir erstmal, Moment, hier ist, glaube ich, besser. Ja, müssten wir eigentlich erstmal die Leute fragen, ob sie das jetzt cool finden, dass wir in ihren Vorgarten direkt davor so eine Wasserstelle bauen. Wahrscheinlich nicht. Liebe Jareskos, es tut mir sehr leid, aber ihr seid extrem reich. Ein bisschen negativ ihr dürft ein bisschen, bisschen was abkriegen hier. Für die Gemeinschaft, sozusagen. Da kommen die neuen. Felder sind bestellt. 227 Leute. Im Dorf. Die Handelsschiffe fahren. Und unsere Pferde fahren auch. Haben wir da den zweiten Wagen mittlerweile? Da geht der erste nochmal raus. Hier ist jetzt ein Feld fertig. Welches ist das? Achso, das ist hier hinten. Ja, okay. Das können wir gleich mal wieder abreißen. Ach nee, Quatsch. Das wollten wir ja bauen für die Jungs hier. Also die Pferde holen jetzt hier, die bringen das Salz hier rüber. Das ist natürlich echt gut. Aber da können wir uns eine neue Struktur überlegen, weil das Salz müssen sie nicht notgedrungen bringen, wobei das auch ein bisschen weiter weg ist. Hier ist gar nicht so schlecht. Aber jetzt wirklich mit zwei Warenhäusern, also dass wir mehr Warenhäuser, Granaries bauen, hier und da, und dass die da immer hin und her fahren, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz kluge Idee. Wahnsinnig klug. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, also Foundation werde ich auf jeden Fall mal starten. Ich würde mich freuen, glaube ich, darüber, wenn wir jetzt sagen, wir machen mal ein paar mehr Spiele dafür. Nicht ganz so viele Folgen. Ich glaube, das ist sinnvoll, um einfach eine breitere Bandbreite zu haben. Und wir werden ja sehen, wie lange es uns interessiert. Wobei es immer Leute gibt, die es länger interessiert und Leute, die es kürzer interessiert. Aber genau, wir versuchen mal einen Mittelweg da zu finden. So. Und mit diesem neu gebauten Wohnhaus und der Familie, die da gleich einziehen wird, denn wer will jetzt nicht mehr in unsere Stadt ziehen, werden wir beim nächsten Mal starten. Die haben auf jeden Fall einen guten Morgen-Sound hier.
Hühner, Pferde, Schweine, Kühe, alles um sich rum. Super Sache wird das. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.